Recht herzlich willkommen zur 84. Folge von City Skylines. Unser Müllproblem besteht noch. Wir gucken mal gerade rein. Letztes Mal haben wir ja so Opernhäuser und sowas gebaut und Theater. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Mülldeponie leer ist. 16% und dort 27. Noch nicht. Da soll ja noch ein Fußballstadion. Dafür muss das aber leer, weil wir wollen es ja auch umräumen. Gut, dann müssen wir noch gucken, wo wir hin wollen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wo machen wir den Müll dann hin? Ja, ich glaube, wir werden hier eine Mülldeponie irgendwo in dieser Richtung errichten. Da ist nichts los. Bis dato, obwohl da fährt eine Zuglinie lang. Schick, schick. Da müssen wir dann da einbauen, ne? So, dann würde ich sagen, müssen wir überlegen, wie wir das Ganze anbinden, ne? Wir haben hier eine größere Straße rüber, ne? Diese ist das, glaube ich. Die geht da zu einem Bahnhof. Aber wir sollten vielleicht nicht die nehmen, sondern hier diese Kreuzung nehmen und die verlängern. Und dann darüber bauen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Metropole sind wir jetzt. Okay. Eine Stufe danach gibt es noch. Da brauchen wir 80.000 für, oder ist es nur die nächste angezeigt? Ah ja. Was können wir denn jetzt bauen? Einen Flughafen können wir bauen. Interessant. Einzigartige Gebäude. Okay. Okay, da brauchen wir den Flughafen für. Okay, das sind ja bauen sie Angelsteg. Ein Zoo, Golfplatz, okay, das gehört alles dazu wohl. Und diese Sachen dann auch. City in Motion verfügen sie über 20 Transportstrecken. Okay. Ach so, das sind die Errungenschaften, die wir schon geschafft haben. Gut. Okay, das heißt, wir können jetzt einen Flughafen bauen. Und dabei waren jetzt nochmal 2 Quadratmeter. 2 Quadratmeter. 2 Quadratkilometer neues Land. So, da müssen wir überlegen. Was wir kaufen. Hier wollen wir den Müll machen. Was haben wir hier oben? Wir müssten hier eigentlich, oder hier, damit das ein bisschen in der Mitte mehr breiter wird. Was haben wir denn für Möglichkeiten hier? Da ist alles, aber kein Wasser. Vielleicht, ja, wegen dem Müll, ne? Ich glaube, wir kaufen das. Was haben wir hier noch? Da ist das mit dem Wasser. Da auch Wasser. Hier wäre kein Wasser. Anbindungsmöglichkeiten. Fehlt die Eisenbahn und das Wasser. Ist egal. Hier nicht. Also hier, wenn hier, könnte man noch Müllgeschichte machen. Oder dahin, ne? Da gibt es auch keine Wasserstraßen sozusagen. Keine Eisenbahn, nix. Aber ich würde es gern mehr. Ich glaube, wir nehmen das. Kurz noch gucken hier oben. Ja, das ist es. Hier haben wir noch industriemäßig was. Die will ja auch gerade wieder expandieren. Und dann haben wir hier noch Eisenbahn. Okay. Die fährt jetzt hier gerade lang. Ja, da haben wir ein riesiges Stück noch dabei, ne? So, jetzt die Frage, wie binden wir das an, ne? Eigentlich müsste man dieses Autobahndreieck hier umbauen. Können wir das machen? Kann man das abreißen? Ja, kann man abreißen. Müsste man eigentlich ein Kreuz von bauen, ne? Wie groß ist denn so ein Autobahnkreuz? So, ne? Ich glaube, das machen wir als erstes, ne? Schön alle weg. Wir freuen sich richtig, dass es jetzt nicht mehr da ist.
und dann. Schnappt das nicht ein, ne? Wie kann ich die Sache drehen? Ich kann nur meine Karte drehen, aber nicht das Teil drehen. Kann ich das mit Shift und Q drehen? Weiß ich nicht mehr, wie das geht. Rechte Maus das zu drehen? Ja, das war's, okay. Das müsste ein Tacken. Höher. Warum geht das jetzt nicht, hm? Warum schnappt das da nicht ein? Gut, das heißt, da oben baue ich noch was weg. Und dann muss es ja gehen, oder? Gut. Ich zoome noch einen Tacken raus, damit ich noch ein bisschen sehe. Ich glaube, so muss es gehen. So, dann anbauen, anbinden. So, der erste Verkehr fließt, glaube ich, schon. Und schon ist die Straße wieder fertig, oder? Es waren auch ganz viele da schon hin. Hat geklappt, würde ich sagen. Naja, sieht jetzt hier nicht so ganz prickelnd aus, dieses Stück hier, aber das ist alles gut. Ja, ich glaube, das passt jetzt. So, das heißt, wir haben hier eine schicke Straße, die da jetzt hinführt. Da ist unsere Ortsgrenze. Und jetzt müsste man überlegen, wie man da weiterbaut, ne? So nicht mehr. Ich denke mal, wir machen das so. Bis hier hinten hin. Wie weit ist denn das? Ja, nach hinteren Grenze. Würde ich sagen, machen wir dann eine Kreuzung. Die Eisenbahnstrecke ist da aufgeständert. Könnte man rein theoretisch dort verlängern, ne? Lass mal gerade gucken. Würde nicht funktionieren wegen da rechts, ist klar. Würde ich tendenziell jetzt dazu neigen zu sagen, lass sie hier lang gehen, dann haben wir dahinter noch Platz. Weiter näher ran geht natürlich auch nicht. Mach sie so hin. Oh, nee, das nicht. Rückgängig, weg. Ah, schade, ich glaube, jetzt sitzt sie da schon. Ja, das war viel Geld, was wir jetzt, glaube ich, ausgegeben haben. Ich weiß gar nicht, wie man einen Schritt rückwärts machen kann. Kann man den machen? Ich sehe hier gar keinen Fall, der sowas anzeigt. Egal. Ist halt so, ne? Haben wir jetzt Pech gehabt. So, und jetzt müssen wir das anbinden.
Hier müssen wir schauen, wie wir da hinkommen, ne? Wir können hier einen Tunnel bauen. Oder eine Brücke. Ich tendiere zum Tunnel. Ne, Autobahn. So. So. Und so. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? So, da könnten wir hier schon mal von dort nach da fahren. Ist doch schon mal schick, oder? So. Und jetzt müssen wir runter. Und schon ist es fertig, oder? Ist doch schön geworden, oder? Alles gut. Anbindung steht. So. Dann müssten wir hier... Ich denke, hier hinter gucken wir uns das mit dem Müll dann an. Ja. Machen wir mal hier. Schöne gerade Straße, ne? Bis dahin. Und daneben die andere. Schön parallel. Passt. Gut, okay, das können wir so lassen. Hier müssen wir nur eine Abfahrt hinmachen irgendwo. Dann würde ich sagen, hier steigen wir aus. Müssen wir noch ein anderes Werkzeug haben, und zwar so. Wir müssen erst eine Brücke mit einer Straße bauen. Und da würde ich jetzt sagen, machen wir diese hier hin. Da gehen wir darüber. Fangen hier an, oder? Ja. Oh, das ist ein bisschen weit nach da geworden, wahrscheinlich. Besser hier. So. So, da müssen wir hoch. Und da bleiben wir hoch, ne? Irgendwo muss nur mal blau werden. Da ist irgendwo der Raster. Da. Und da müssen wir wieder runter. Oder? Doch. So. Passt schon mal. Und da am Ende muss eine Kreuzung hin. Kriegen wir einen Kreisverkehr nicht mehr hin, ne? Nö. Der ist noch größer, das ist der kleinste. Das ist schlecht in dem Sinne.
Ja, machen wir so. Machen wir so. Fahren da einfach erstmal weiter mit der Straße. Kriegen wir hier einen Kreisverkehr jetzt noch hin? Kleiner Kreisverkehr, der ist, kommt mit einspurigen Straßen da an. Das wäre der. Der würde so dahin passen in dem Sinne. Würde mir aber wirklich nichts bringen, da einen Kreisverkehr in dieser Form. Tendenziell würde ich sagen, nee, machen wir mit der großen Straße weiter. Die machen wir hier so. Und gehen damit weiter zurück. Also hier parallel zu der. Gut, geht nicht anders. Passt. Lassen wir so. Hier machen wir dann eine zweispurige Straße weiter, die dort abzweigt. Die geht dann nach da. Alles gut. Haben wir schon mal was geschafft, oder? Gut, angebunden ist das alles. Fährt schon irgendwo einer lang? Nein, weil wir die Autobahnauffahrt noch nicht haben. Die haben wir jetzt hier richtig cool geschafft, sehe ich gerade. Obwohl. Nee, dann machen wir hier nochmal weg. Und da nochmal weg. Und das war die Dreierstraße. Die machen wir hier rüber. Geht dann nachher hier so lang. So, gut. Alles prima. So, wir müssen nur gucken, wie wir von der Autobahn da hinten rauf und runter kommen, ne? Licht geht an, wird gerade dunkel. So, die Abfahrt von hier soll da hoch. So, da angeschnappt. Genau, passt. Und die fahren jetzt da rein. Die können links und rechts abbiegen, genau. Und die kommen dann dahin. Passt. Dann können sie auch drauf fahren. So, das gleiche brauchen wir jetzt für diese Seite noch, ne? Dafür müssen wir aber hoch. Das hat geklappt. Und von hier müssen wir jetzt noch da drüben hin.
Geht's noch auf gestimmt? Ja, ne? Ja. Okay, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie hier rüberkommen. Sieht aber gerade irgendwie doof aus. Warum macht er das nicht? Das heißt, das Stück muss nochmal weg. Das war irgendwie nicht so positiv. So. Geht das so? Und dann so? Nö, das wollte ich schon mal gerade gar nicht, ne? Drehen wir nochmal um. Okay. So, da geht's los. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Gut, nochmal zurück. Das Stück doch noch wieder abgerissen. Irgendwie ist da jemand dagegen, dass ich das hinkriege. Geht gar nicht über diese Straße rüber, wohl. Ja. Gut. Das bedeutet, wir gehen hier hin. Tiefer. Da drunter her. Und dann wieder hoch. Oh, da war es irgendwo blau gerade. Da wäre es blau gewesen. Ist dann nur komisch, dass so nicht blau werden. Da, da ist es. Okay, dann haben wir unsere Autobahnauffahrt auch geschafft. So, sollte funktionieren. Ein Hoch auf die Architektur. Okay, sieht gut aus, oder? So, dann würde ich sagen, bauen wir hier hinten den ersten Müllplatz. Denn das ist ja unser Ziel, ne? Stück. Okay, die Müllwagen sind unterwegs. Das ist schon mal gut. Und versorgen irgendwen. Ich weiß nicht wen, wo sie hinfahren. Aber das sehen wir ja jetzt sofort. Was ist denn hier? Na, passt schon. Okay, stehen da an der Ampel und fahren so gut wie alle hier rechts. Eine ganze Armada. Ja, und dann fahren sie alle runter. Okay. Na, die machen eine Weltreise dafür, aber ist alles gut. Das ist so geplant. Das ist die Frage, das Einzugsgebiet von denen, ne? Das ist ja krass dann, oder? Und dann fahren sie hier noch lang. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir keinen verpassen, aber das sind sie alle, ne? Müllwagen. Wo fahren die hin? Hier rüber.
interessant. Okay. Und hier fahren sie runter. Ich glaube, das ist der erste gewesen, ne? Ja. Und wo holt der Müll weg? Das ist die Frage. Riesengebäude hier. Okay, der fährt da lang, der fährt da lang. Ah, weite Reise hat er. Okay. Zieht er eingereiht, fährt da lang. Auf der anderen Seite der Karte schon mittlerweile angekommen. Ich hoffe, ich verliere den nicht. Das ist der da. Wo holt ihr den Müll weg, bitteschön? Hinter dem Krankenwagen fährt er jetzt, ne? Hinter dem Krankenwagen auf Weltreise für den Müll. Ah, jetzt habe ich ihn. Jetzt kriege ich den... Ah. Ich kann den nicht. Ich hätte den gerne jetzt angeklickt gehabt, nicht nur. Und hier, wenn du den grünen da machst, glaube ich, dann kriegst du den noch, oder? Ich kriege ihn nicht. Weißt du, wie ich ihn kriege? Geht nicht gerade, weil keine... Müllwagen DB. So, jetzt habe ich ihn. Gut. Jetzt wollen wir dem nach. Der ist immer noch auf irgendwelchen Autobahnen unterwegs. Okay, 4%. Der hat irgendwo was eingeladen. Ich weiß nicht wo. Das muss irgendwie so ein Bushaltestellenmülleimer gewesen sein, den er leer gemacht hat, ne? Besitzer Müllverbrennungsanlage, das ist doch falsch, oder? Dann ist er nicht, schade. Falscher Müllwagen. Gut. Das ist auf jeden Fall schon geklärt, ne? Weiß man jetzt nicht, wie unsere Karte hier so ist. Hat sich durch den Wagen jetzt gedreht, ne? Ich bin hier aber richtig, glaube ich. Oder 180 Grad verkehrt, das kann auch noch sein. So sieht's aus. So, die sind alle ausgeflogen. Es ist noch keiner zurückgekommen. Doch, da muss einer zurückgekommen sein. Da ist 1% drin. So, da haben wir den ersten. Den verfolgen wir jetzt mal. Aber wir machen mal schneller. Jetzt fährt er da rein und dann sehe ich nicht mehr, bitten. Genau so ist es. Nein. Jetzt habe ich ihn wieder. Und jetzt habe ich ihn ganz wieder. Gut. Achso, wenn ich rauszoome, dann geht das weg. Okay, kein Problem. Er fährt wieder auf der Autobahn. Durch den Tunnel. Das ist mal eine andere Ansicht, ne? Boah, der schwankt aber, der LKW, der kippt bald um, ne? Verdammt weiche Federung. Okay. Läuft auf jeden Fall, ne? Schickes Auto daneben. Wüsste ich nur gerne, wo er hinfährt, ne? Über die große Brücke. Zwei Prozent Müll aufgesammelt. Okay, im Vorbeifahren sammeln das auf, die halt nicht extra an, so wie unsere Müllwagen das machen, um eine Tonne zu sammeln, sondern die kommen einfach an irgendwelchen Gebieten vorbei und dann packen sie sich voll und dann fahren sie weiter.
Krankenwagen voraus. Stehen wir ein bisschen im Stau. So, fahrt weiter, damit wir vorankommen. Wo ist das hier? Keine Ahnung. Ein Auto ist wieder. Ja, komm. Wir stehen im Stau. Die Folge wird dadurch immer länger. Ein Auto gefahren. Vielleicht noch eins. Müsste aber gleich wieder auf die Straße gehen, oder? Ja, da ist es schon. Vielleicht klappt es dann besser. Oh, da sind schon Müllwagen genug davor, ne? Ich glaube, die Straße geht gleich wieder rechts und dann in dem Kreisverkehr nochmal rechts. Dann sind wir in der City, oder? War das hier? Könnte sein, ne? Wäre schön, wenn er jetzt die mittlere Spur nimmt, weil er geht zügiger voran, aber ich glaube, der geht gleich wieder rechts. Und dieses Tatütata von den Krankenwagen, das ist natürlich ein bisschen nervig jetzt, ne? Aber müssen wir mal durch. Okay, da wird zweispurig, oder wie sehe ich das? Die rutschen da alle rüber. Ist da rechts ein Unfall? Ah, ne. Die wollen unbedingt alle auf der mittleren Spur fahren. Oh, guck mal, Motorrad war da auch, oder was es auch immer war. Direkt jetzt hinter dem Wagen. Ja, das sieht man wieder, wie einfädeln geht, ne? Wenn man das nicht kann, dann gibt's einen Stau, ne? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wo die Straße ist. Aber ich glaube, wir sind mittig auf der Karte. Aber jetzt rauszoomen, verliere ich den Wagen und dann kann ich den nicht wiederfinden. Aber hier müssen wir was machen, ne? Obwohl, was willst du da machen? Du hast eine dreispurige Straße, die aber fast nicht genutzt wird. Außer so ein Döner, der sich vordrängt da. Und ein Döner nicht in einen Donutwagen. Der hat sich ja gut vorgedrängt, ne? Okay. Ich glaube, wir kommen näher an einer Kreuzung. Der Verkehr fließt wieder etwas schneller. Ja, diese Drängler, die machen den Stau. Ach, guck mal, da wird es von dreispurig auf einspurig. Ist natürlich auch krass, ne? Das ist jetzt eine Autobahnauffahrt, oder was? Das ist natürlich dann schwierig. Da müssen wir nochmal gucken, wo das ist. Aber das werden wir schon wiederfinden. Ja, es geht auf eine Straße drauf, oder? Ist das hier bei der U-Bahn-Station, die wir da gebaut haben? Nee, ne? Weiß nicht, wo es hingeht. Da ist nur eine Kreuzung und jetzt fließt es dann, oder was? Wenn wir drauf sind, ne? Oh, das ist auch so eine schäbige Kreuzung. Okay, da floss es mal ganz kurz und jetzt stehen wir wieder im Stau. Das war gerade ein Kreisverkehr. Da links fährt ein Trecker, der ist schneller wie wir. Hier sind Blocks. Ja. Der zweite hinten, es geht doch raus zu zoomen, nur dann verfolgt er den nicht mehr, oder doch? Wo ist das hier? Ja, das ist ein Viertel. Sagt mir jetzt hier so nichts, weil der sich schon 10-mal gedreht hat, ne? Ist hier... Ach, wir sind am nördlichen Punkt angekommen dann, okay? Ja. Hier ist Agrargebiet. Okay. Und er steht hier immer noch im Stau. Jetzt fließt es aber ein bisschen besser. Bis zur nächsten Kreuzung, ne? Das ist ein hohes Verkehrsaufkommen halt, ne?
Aber wie willst du das in den Griff kriegen? Das mit dem Verkehr ist hier wirklich ein Problem. 5% hat er erst geladen. Das ist die Hauptstraße, die neue, die ich gebaut habe. Hier sind die Kühe am Mölken, ne? Da wissen wir, wo wir sind, im Agrarviertel. So, und jetzt holt er den Müll hier raus, aus den Hochhäusern, und ist gleich voll. Alles gut. Na, da in der Nachbarstraße, da sah es jetzt gerade aus, als ob es nötiger gewesen wäre, weil da sind zwei Häuser, die sagen, ich brauche einen Müllwagen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, soll es aber hier erstmal raus sein aus dem, genau. Weil, jetzt müssen wir wieder mal gerade gucken. Karte passend gedreht wäre so, er ist hier oben am Rumflitzen und da ist die Müllabfuhr. Ja, okay, der fährt natürlich ins... Da lang. Okay, oder ist er hier lang gefahren? Weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, es ist noch nicht mal so weit weg, ne? Passt schon. Gut. Okay. Das haben wir das geklärt. Rückweg ist noch schwieriger. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal gucken, dass wir dieses Stück hier rechts auch noch kriegen. Beziehungsweise wir machen diesen Umbau zu einer richtigen Kreuzung, die dann hier rüber gehen würde. Aber nee, das bringt's auch nicht, oder? Müssen wir dann gucken, okay. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.